Muss ich auch drehen. Was machen wir überhaupt? So, nächstes. Dreh ich mal schneller. Nein, dreh ich nicht. So, jetzt zweites Video. Ich weiß nicht, um was es geht. Ich musste mich jetzt setzen. Dosentheater. So, herzlich willkommen. Achtung, jetzt pass auf, was kommt jetzt? Warum hast du eigentlich einen Fleck auf deinem T-Shirt? Gespuckt. Hör den auf, du einzuziehen. Guck, wie da sitzt, siehst du das? Guck mal. Entspann dich doch, die Leute wissen eh schon nach dem 20. Video, wie du aussiehst. Die haben auch schon gelernt, dass du keine grauen T-Shirts mehr anziehst, weil die schlank machen. Und weiße, weil die nicht schlank machen. Genau. So, zweites Video schon, ne? Ein bisschen schwül, muss ich wirklich sagen. Hier draußen ist echt unangenehm, ne? Aber drin ist auch nicht viel besser, ne? Ich dachte mir, wir machen mal ein anderes Video. Weil immer nur über Bikes labern, also klar, schon cool, aber wie auch immer noch den Heckfender zeigen und Auspuff und Lenker und Felgen. Ein bisschen was Produktives mal. Und ich habe einen Kommentar gelesen, oder anders gesagt, ein paar Kommentare, die auch darauf hinauslaufen immer, was wir gleich machen. Und auch viele private Jungs von mir fragen mich immer die gleiche Scheiße. Kaufberatung Harley Davidson. Jetzt sagst du natürlich wieder, Forumsgelaber, aber man kann das ja ein bisschen interessant gestalten. Weil ich werde oft angefragt von Leuten, die jetzt, sage ich mal, Harley Davidson von YouTube kennen, von uns, von was weiß ich, ein paar Kollegen, die wollen ein Bike kaufen. Und ich merke ganz oft, die haben gar keine Ahnung, auf was die achten sollen. Das stimmt, ja. Vielleicht kannst du ja mal als, sage ich mal, wirklich erfahrener Customizer was dazu sagen. Und sag mal, ich ja als normaler Kunde, der aber schon sehr viel gekauft hat, wo will ja mal was wichtig nachher ist. Grundsätzlich gibt es ja das erste Kriterium, Budget. Ja gut, das ist ja mal relativ gesehen. Wir machen nein, aber das ist ja grundsätzlich, sag ich mal, sagt der Interessent oder der Kunde, der reinkommt, fragt, sagt ja, du, ich will mir eine Harley kaufen, meine erste Harley, bla und so weiter. Manche haben schon eine Vorstellung oder bringen ein Bild mit, wie es aussehen soll. Und dann ist relativ am Anfang des Gesprächs, stelle ich die Frage, ich sage das auch immer so, pass auf, klingt vielleicht komisch, ich muss das aber fragen, was ist dein maximales Budget? Weil wenn er mir sein maximales Budget sagt, weiß ich ja schon ungefähr, ob das, was er im Kopf hat, überhaupt realisierbar ist. Das ist mal. Der ist schon wieder drei Schritte voraus, wo ich hin will. Okay, dann stell mal eine Frage. Nein. Bei kaufen, nicht umbauen, nur mal bei kaufen. Ich habe schon bei kaufen gehabt. Ja, wenn einer zu dir im Laden doch kommt, dein Budget, das weiß der ja selber schon. Ach so, okay. Was wichtig ist, jetzt kommt einer, auf was achtest du bei einem Kauf von einer Harley Davidson? Also grundsätzlich gibt es für mich erstmal das Thema 1HD und 5HD. Das wollte ich gerade auch sagen, das passt. Mhm. Genau, 1HD, was viele nicht wissen, 1HD und 5, also anders, 5HD gibt es erst seit, ich muss jetzt lügen, Baujahr 2000. Echt? Ja. Das heißt, alle Motorräder, die vor 2000 waren, also bis 99, ich hoffe, ich sage das richtig jetzt, haben immer 1HD. Ah. Es gab dann irgendwann, ich glaube ab 2000, die Kennzeichnung 1HD für den US-Markt produzierte Fahrzeuge und 5HD für den europäischen Markt, also auch Polen, Holland, bla, Frankreich und so weiter. Grundsätzlich ist die Thematik für mich, dass von der Service-Historie vielleicht manchmal 5HD besser nachzuvollziehen ist. Ja. Aber heute hat ja auch jeder die Möglichkeit für $12 über PayPal bezahlt, einen WIN-Report anzufordern. Weil aus den Staaten drüben. Genau, man kann den Amis viel nachsagen, dass sie, ich will jetzt nicht böse klingen, ja, aber in vielen Dingen etwas schwierig sind. Was in Amerika besser ist als in Deutschland, die Historie und auch die Unfallhistorie ist in Amerika von der Insurance oder von der Versicherung genau hinterlegt. Also wenn du mit deinem Fahrzeug mal einen Unfall hattest, ist das hinterlegt. Ja? Immer? Immer. Schon krass, ne? Das heißt, in dem Moment, wo das Fahrzeug einen Unfall hatte, dann heißt das in Amerika heißt das dann, da bekommt das Fahrzeug einen sogenannten Salvage Title, also der Title ist ja der Brief, ein Salvage, da ist meistens so ein Strich durch, da steht Salvage drauf, das kennzeichnet das Fahrzeug als einen Unfall.
Jetzt muss man sagen, es in Amerika, es ist, glaube ich, auch von Bundesstaat zu Bundesstaat verschieden. Ich hoffe, ich sage das jetzt richtig. Natürlich ist ein Salvage teilweise auch nur ein Umfaller, Streetglide, mal ein bisschen weggerutscht, Koffer verkratzt, Lenker verbogen, Trittbrett krumm, Salvage. Und dann wird das in Amerika oft auf sogenannten Versicherungsauktionen versteigert. Aber mit diesem WinReport, und ich empfehle halt wirklich jedem, wie gesagt, ich hätte immer gerne für mich ein 5-HD-Motorrad, ist für mich auch von dem Wiederverkauf immer das wertigere Produkt. Auf jeden Fall, weil man sieht ja schon bei eBay, dass die 1-HD-Motorräder schon kostengünstiger sind wie 5-HD. Jetzt nicht mehr ganz so viel wegen den teuren Zollimport, bla. Ich habe mich jetzt ein bisschen schon gemacht wegen Roadglide CVO, Baujahr sag mal, genau. 2012, wollte ich mir eigentlich eine holen. Die kosten mit 5HD, sag mal, um die 26. Und es ist eine drin, 1HD, mit weniger gelaufen für 19,5. Genau. Also ist doch schon ein Preisunterschied. Aber ich sage immer, ich habe keinen Bock, wobei es ja eigentlich Schwachsinn, die Bikes kommen ja aus Amerika. Ich möchte kein amerikanisches Bike eigentlich haben. Ich weiß gar nicht warum, weil wir schon mal ein paar Geschichten hier erlebt haben. Kannst du gleich darauf eingehen? Ich glaube, wenn man grundsätzlich hast du immer einen gewissen Beigeschmack, aber wenn du jetzt, sag ich mal, einen WinReport anforderst, da steht genau drin, dann und dann Unfall, da wird ungefähr beschrieben, wie der Unfall war, Total Loss heißt Totalschaden, ja, da, was ganz geil ist auch, da steht dann die Mileage, also da steht auch dann dabei, wie viel Meilen, auch so ein Thema, das Fahrzeug zu dem Unfall hatte. Und dann sagt der Käufer, ja Moment, aber ich habe doch nur 23.000 Meilen. Das hatte aber da schon 57.000 Meilen. Wie kann ich das denn anfordern, diesen WinReport? Im Internet. Ach so, okay. Gibt es einfach einen WinReport Harley Davidson? WinReport Harley Davidson oder okay. Gibst die Fahrgestellnummer einen WinReport und dann kannst du das direkt per PayPal, also, dann kommt das direkt per E-Mail, klatsch, dann hast du also alles. Also einigen wir uns drauf, okay, man sollte schauen, ist es ein europäisches Modell, 5HD oder amerikanisches Modell, 1HD. Mhm. Was sagst du zu Bikes, die aus Polen, Italien, Spanien, England? Wenn das 5HD-Motorräder sind, ist das das gleiche wie hier. Okay, auch abgastechnisch. 5HD ist immer enorm. Okay. Du hast natürlich aber auch wenn du aus Polen ein Motorrad kaufst, die haben ja auch Importe. Mhm. Oder aus Holland oder aus Belgien. 5HD okay. Aus Polen ist ja. Wie für mich wie 5HD hier. Ist für dich wichtig, also halten wir fest, 5HD, 1HD. Okay, erster Punkt. Vielleicht kann das ja auch die Antonia mal ein bisschen oben einfügen, auf was man achten sollte. Was ist für dich mit Checkheft gepflegt? Bei Outs kenne ich das immer, Checkheft gepflegt hier und da. Ist es für dich sinnvoller oder, jetzt bist du natürlich ein freier Händler, in Anführungszeichen, ein Bike zu holen, wo die ersten Services wirklich bei Harley-Davidson abgestempelt sind? Oder sagst du, nein, es ist egal, Hauptsache es wurde gemacht und man kann es irgendwie nachweisen über Rechnung? Für mich ist es wichtig, dass es gemacht wurde. Okay. Ich will jetzt dem Harley-Händler, also es ist nichts, kein Hate gegen den Harley-Händler. Hauptsache es wurde gemacht. Hauptsache es wurde gemacht, Kilometerstand am so und so viel, okay. Bla. Und was du halt oft hast, wenn du halt hier, wenn du jetzt, also ich meine, wir wissen beide, ich meine, Connor, was ist das für ein Vieh bei dir, hör mal? Das ist die Agro. Stinkst du? Nee, das ist die Agro-Wespe, die war letztes Mal schon da. Guck mal. Du musst dich im Kreis drehen. Dreh dich im Kreis, geh weg. Fick dich. Du musst so machen. So. Fick dich im Kreis. Mach mal so. Ey, mach mal so. Dann denkt du, du wärst ein Vogel. Dann haut die ab. Grüße gehen raus an Afrika, ne? Genau, Afrika, das gesagt. Der letzte Witz, irgendwo macht er so. Ich sag, was machst du da? Sagt der, Bruder. Die denkt, wir wären Vögel. Mann! Hopp! Was, geht die zu mir, Mann? So. Ich glaube, was. Connor wird mir das bestätigen. Wenn ich jetzt zum Beispiel von dir ein Fahrzeug kaufen würde, ja. Hast du. Die trägt an deine Brustwarze da unten. Hast du. Hängetitten. Hast du einen Ordner, wo du deine Rechnung hinterlegst, ja. Die Umbauten hinterlegst, die Teile, die du gekauft hast, hinterlegst. Und das ist natürlich geil, wenn du jetzt ein Motorrad kaufst von einem Privatmann. Ja. Deswegen ist es für mich jetzt nicht nachteilig, ob ich von einem Privatmann kaufe oder von einem Händler. Also für dich ist einfach nur wichtig, okay, es muss ein bisschen nachvollziehbar sein, wo wird das Motorrad gepflegt, gewartet. Wo wird das umgebaut, wo ist ein okay. Service gemacht worden. Finde ich einfach, wäre ich auch bereit, mehr Geld zu bezahlen. Du musst auch mehr Geld bezahlen dafür. Ja. Aber da habe ich einfach so für mich ein besseres Gefühl. Okay, also halten wir fest, 5HD, 1HD und zweiter Punkt, sag ich mal, Service-Heft. Mhm. Auf was achtest du noch beim Bike? Ich kann jetzt nur von mir sprechen. Zum Beispiel, wir sitzen ja alle abends auf der Couch, so, Füße hoch, gucken eBay. Ich sehe schon meistens anhand den Bildern und an der Stellenbeschreibung, an der Anzeigenbeschreibung, wie man das Bike einschätzen kann. Ich kann das mittlerweile schon gut erkennen. Ich finde, wenn hochwertige Bilder drin sind, die auch scharf sind,
die vernünftig gestochen worden sind. Wenn ich schon sehe, dass einer mit seinem tiefergelegten GTI auf eine Wiese fährt und Bilder davon macht, kriege ich direkt weiter. Dann stelle ich mir die Frage, wie kann man mit so einem tiefergelegten Fahrzeug auf eine Wiese fahren? Ich sehe auch manchmal Bilder von der Harley, da ist ja in der Garage drin, auf dem Ding noch Kartons drauf und so. Ja, du, das ist... Das Bike kann trotzdem gut sein, aber es ist für mich erstmal Schwachsinn. Was du natürlich, wenn du dich ein bisschen auskennst, relativ schnell erkennen kannst, ist die Art der verbauten, die Art und die Wertigkeit der verbauten Teile. Jetzt befinden wir uns ja im Zeitalter von Alibaba und Motea. Jetzt nichts gegen Alibaba und Motea, was heißt nichts, doch, ja. Gegen Wish oder eBay oder Amazon oder jetzt, was weiß jetzt ich. Sehe ich natürlich, es gibt natürlich jetzt die Griffe mit diesem Contrast Cut, ja, für 7,80 Euro oder 17,80 Euro. Ich will das jetzt auch nicht schlecht sprechen, aber du siehst jetzt, ob jemand versucht hat, es hochwertig aussehen zu lassen, das ist, glaube ich, das, was du meinst, oder ob es wirklich ein hochwertig bestücktes Motorrad ist. Ich finde, wenn es sich ja nachher im Preis widerspiegelt, ist es ja nicht schlimm. Nein. Aber ich sehe ja oft, und viele Jungs fragen mich zurzeit, ey, ich habe gestern wieder einen, der hier letztens gewesen ist, ja, ich suche das und das, guck mal, wie findest du das Bike? Sag mal, das ist billig, das ist billig, das ist billig, der will dafür 30.000 haben. Eigentlich kostet das Bike aber 24. Da muss man ein bisschen aufpassen, dass nicht vom Tisch gezogen wird, weil viele wollen einem was andrehen, wo der Heckfender nur einfach abgeflext worden ist, Customizing-Heckfender. Natürlich. Customizing-Sitz von irgendeiner Sattlerei aus der Umgebung. Also einfach darauf achten, dass die Teile, die verbaut sind, erstmal A, Originale sind und B, auch vielleicht selber mal googeln, was kosten die überhaupt. Ja? Einfach eintippen, zum Beispiel einer will eine Software kaufen, Software Heckfender kurz. Dann kommt das ja schon alles. Dann sieht man schon, ach guck mal, der Heckfender kostet ja gerade mal 200 Euro. Warum will der für das Bike auf einmal 30.000 Euro haben? Weil man darf ja eins nicht vergessen. Ich mein, wenn wir jetzt gerade auf das Thema Heckfender zu sprechen kommen. Wir schießen uns mal auf Softail ein. Ein Softail-Heckfender mit integrierter Beleuchtung in hübsch kostet 1.000 Euro mindestens. Ja? Bis zu 1.400 Euro. Dann brauchst du die Sitzbankgruppe. Wie gesagt, ich sehe natürlich... Wie ist es bestückt? Ich finde es gar nicht so schlimm, wenn das jetzt jemand Privates zusammengeschraubt hat. Es gibt ja ganz viele private Jungs, die super schrauben können. Ja? Nee. Aber wenn natürlich da steht, hat, was weiß ich, der Händler gebaut, aufgebaut mit Rechnung bei dem Händler, habe ich vielleicht ein etwas besseres Gefühl, weil ich weiß, okay, der macht das vielleicht schon ein paar Jahre. Also ich würde nicht gegen Leute, die selber schrauben, wirklich nicht. Aber... Man hat ja beim Motorrad nicht viel Knautschzonen. Es gibt die zwei Reifen und zwei Bremsen, das war's. Ansonsten bin ich einfach direkt der Puffer. Und ich finde, wenn er da anfängt, Felgen umzubauen, Schwinge, Bremse, hier, Lenker, und das hat jetzt keine Fachfirma gemacht, woher weiß ich denn, wie hat der Mann das überhaupt umgebaut? Ja gut, aber das sehe ich ein bisschen anders. Du kannst das ja natürlich... Problem ist immer, wenn du gar keine Ahnung hast, ist das schwer. Aber wir gehen ja davon aus, einer hat keine Ahnung. Okay, wir gehen davon aus, jemand hat überhaupt keine technische Ahnung. So. Ja. Dann ist das... Dann finde ich schon gefährlich. Könnte gefährlich sein. Ja, und das finde ich beim Motorrad nicht cool. Ja. Also, okay. Also halten wir fest, wie ist die Anzeige geschaltet mit ordentlichen Bildern, ordentliche Beschreibung, viele Daten hinterlegt auch schon in der Beschreibung. Dann hast du gesagt, welche Teile wurden verbaut, also hochwertige Teile. Wenn nicht, ist ja nicht schlimm, dann muss man den Preis widerspiegeln. Wenn du dir so ein Bike jetzt anschauen gehst, du hast jetzt Interesse an der Weißnitz zum Beispiel, jetzt guckst du dir manchmal privat an, auf was achtest du, wenn du so ein Bike mal Undichtigkeiten. Leistest? Das erste ist Undichtigkeiten. Okay. Nee, zwei Sachen. Reifenalter, ja. Undichtigkeiten. Undichtigkeiten am Motorgetriebe. Genau. Weil man darf ja eins nicht vergessen. Klar, derjenige, der den Reifen schon 12 Jahre da drauf hat, der sagt, Alter, ich fahre nur im Trockenen, das ist alles cool. Ich sag aber, wenn der Reifen 12 Jahre alt ist, ist der hart wie Kruppstahl. Ja? Ich sehe von Fred Feuerstein. Genau, so. Das heißt, ich brauche schon mal einen Satz neue Reifen. Ja, mit Schläuchen, kann auch schon 400 kosten, ja, je nachdem, was ich für Reifen... Stimmt, ja. Ja, du. Klar, mit Ausbau, Einbau. Und ganz wichtiges Thema, Undichtigkeiten am Motor. Wenn unten am Zylinder was schwitzt, ja. Das ist, wenn ich das mache, ein Tag Arbeit plus Dichtsatz, das kostet 900. Okay. So. Das heißt, kann man sich schon merken, wenn Reifen blank sind oder zu alt sind, zu alt. Undichtigkeiten unten an den Zylindern, Zylinderfüße, sind wir eben 2 Mülle weg. Kann. Wenn du jetzt sagst, Reifen... Eigentlich passt das hier auch das allgemein. Wenn du schon die Reifen 12 Jahre fährst, dann hast du auch das andere sonst. Wobei viele investieren nie in Reifen. Nee, komischerweise viele vergessen die Reifen. Echt? Die haben einfach keinen Bock. Ja. Ja. Weil, guck mal, wenn du ehrlich bist, viele fahren Kaffee, schau mal. Ein bisschen durch die Gegend, ein bisschen hier. Der Reifen wird eigentlich seltener abgenutzt. Also lassen ihn einfach 15 Jahre lang drauf und sagen, hör mal, für die 3 Meter, die ich fahre. Andere Anekdote. Thema Reifen. Wir haben hier die Reifenluftdruck.
Top 10. Hier kommen Leute an und ich liebe meine Kunden wirklich über alles und ich habe ein sehr persönliches Verhältnis. Und ich kann das dann auch ironisch zu denen sagen. Dann schiebe ich dieses Motorrad in die Werkstatt. Du kannst es gar nicht mehr schieben. Ich denke, dass du es hinten festhältst, wenn ich es schiebe. Ja? Also wir haben jetzt gerade vorhin witzigerweise darüber gesprochen, wo ihr noch nicht da wart. Bisher war die Nummer 1 0,3 Bar. Bei, ich sag jetzt mal, benötigten zwischen 2,2 und 2,8. Wir haben jetzt einen neuen Spitzenreiter. Der hatte gemessen 0. Das heißt, nur der Stahlgürtel hat den Reifen wie ein Reifen aussehen lassen. Ja, ja. Und so viel zum Thema, das ist nicht unbedingt so, wie das, weil auch viele Leute, ihr wisst selber, viele Leute haben in ihrem Auto auch viel zu wenig Luftdruck, aber da hast du vier Reifen. Ne? Ja, da hast du vier Reifen. Es ist wirklich, also ich sage mal, dass 70%, und das ist, finde ich, erschreckend, der Motorräder, die hierher kommen, mindestens ein Bar zu wenig Luftdruck haben. Aber gerade beim Motorrad merkst du es doch. Ja, natürlich, ja. Du fährst nur geradeaus. Pass auf, ich hatte Leute hier und das ist wirklich so, die sind mit Mutti hinten drauf hier angekommen, die hatten 0,5 auf dem Reifen. Dafür aber 2 Bar Kesseldruck, ne? Und sei mir nicht böse, ich glaube, wenn wir jetzt auf so einem Motorrad fahren, 0,5 im Reifen und fahren da vorne um die Kurve, dann merken wir, dass irgendwas komisch ist. Also das fährt ja komisch. Ich beschreibe es immer so, du hast das Gefühl, als ob das Motorrad gar keine Verbindung zur Straße hat. Es fährt irgendwie wie auf Eiern. Aber das merken viele Leute nicht. Das ist einfach so. Also heißt, achten beim Kauf vor Ort, Undichtigkeiten, Reifenalter. Wenn Sachen verrostet oder angelaufen sind, oft nicht reparabel. Genau. Nur, oder mit sehr viel Aufwand. Genau. Es ist nicht so einfach machbar, hässliches, wo man denkt, das poliere ich ein bisschen so und so. Speichen verrostet, Todesstrafe. Ich kenne das so gut, ich kaufe öfters mal Sachen, wo ich sage, das kriege ich irgendwie hinpoliert. Und du weißt, wie du es machst. Und ich weiß wirklich, wie ich es mache. Ja. Ja. Ist so. Ach so, ich mache das andere, aber ist egal. Und also darauf achten, okay, wenn Sachen zu sehr veraltet sind. Angelaufen sind. Speichenrostansatz, teilweise nicht reparabel und somit dann auch mit relativ viel Kostenaufwand nur zu verschönern. Mhm. Dann ist ja nicht schlimm, aber dann muss ich das im Preis widerspiegeln. Genau, richtig. Die Kamera immer so faxen manchmal. Du musst immer nach 20 Minuten mieten. Komisch, ne? Was sagst du zur Laufleistung von Bikes? Ich sehe öfter mal Bikes mit 30.000, 35, 40. Ist das für dich ein Problem? Du sagst ja, gerade als erfahrener Werkstattleiter jetzt hier, sag ich mal. Oder wäre das, wenn der Pflegeintervall immer korrekt gewesen wäre, für dich interessant? Ist auch wieder so, muss ich im Preis widerspiegeln. Wobei, ob eine Karre jetzt, ich rede jetzt mal von einem Big Twin, nicht von einer Sportstar. Ja, Big Twin. Von einem Big Twin rede ich jetzt mal. Also wenn das Motorrad 40 oder 50.000 ist für mich uninteressant. Ich glaube, vom Motor her, ja. Weil wir haben immer, das ist immer unser großes Problem. Guck mal, du hast das doch auch schon bei Autos gehabt. Weil für mich, ich sag's immer so, du hast jetzt ein Motorrad, das ist 20 oder 25 Jahre alt. Und das hat 9.700 Kilometer auf dem Kessel. Dann wissen wir ja, dass das Motorrad im Jahr, wenn man das ausrechnet, nur so und so viele Kilometer bewegt worden ist. Jetzt bist du aber vielleicht einer, der das im Monat 1.000 Kilometer bewegt und da wird alles heiß und warm und dann kann natürlich passieren, dass die ganzen Dichtungen die Grätsche machen und überall auf einmal Öl rausläuft, zum Beispiel. Also eigentlich habe ich lieber ein Motorrad, was regelmäßig gefahren. Du weißt selber, jetzt wissen wir alle, da mögen jetzt wieder viele Standard-Motorradfahrer sagen, die fahren ja kein Motorrad. Natürlich habe ich viele Leute, die fahren im Jahr 2.000, 3.000 Kilometer. Ich habe auch Leute, die fahren nur 1.000 Kilometer im Jahr. Da mag man drüber denken, was man will. Ist aber auch scheißegal. Jeder kann machen, was er will. Ja? Und aber wenn jemand mal 2.000, 3.000 Kilometer gefahren ist, da ist mir das lieber, wie wenn das Motorrad nach 25 Jahren nur 9.000 Kilometer hat. Stimmt. Sag ich euch gerade. Und noch was. Ein Evo zum Beispiel. Ja? Jetzt gehen wir mal den Evo, der bis 99 im Big Twin drin war. Der kann auch 130.000 oder 140.000 drauf haben.
Das, wenn da immer Service gemacht wird, ja, vielleicht ist irgendwann die Kupplung mal matsch, da machst du dafür 150 neue Belege rein, dann ist vielleicht irgendwann mal der Zylinderfuß undicht, dann dichtest du das Top-End ab nach oben, ja, dann guckst du dir die Zylinderlauffläche an, vielleicht musst du da mal oder oben Ventile nachschleifen, neue Ventilsitze rein, aber eigentlich, wenn, sind wir mal ganz ehrlich, wer fährt denn 100, ich habe, also ich glaube, ich habe im Kundenkreis höchstens 30 Menschen, die über 100.000 drauf haben. Entweder kaufen sie sich damit 70, 80 ein neues. Ich habe Tourerfahrer einige. Die fahren aber auch wirklich Strecke auf Events und nach Schottland und schießt mich dort wohin. Ja? Die haben auch zwischen 90 und 130.000. Und ich sage, und das ist ganz gut, dass wir darüber kommen, weil sonst wäre es mir nicht eingefallen. Ich habe letztens jemand hier gehabt, die sind immer bei mir im Service. Ich glaube, er hat 93 oder 95.000 Kilometer auf seiner Roadking. Und ich mache ja mal Probefahrt, ist klar. Und ich bin mit der Rotkin gefahren. Also ich muss sagen, die fuhr für mich jetzt nicht anders wie eine mit 35.000 Kilometer. Aber sie gehen halt 95, glaube ich. Aber sie gehen halt auch immer. Sie gehen halt immer. Sie kommen immer zum Service. Ja? Es wird immer, wenn was am Arsch ist, wird es repariert. Du hast Verschleiß, du hast Bremsscheiben mal neu, Belege ja sowieso, vielleicht mal eine neue Kupplung, Lichtmaschine macht vielleicht mal die Grätsche. Aber im Großen und Ganzen, es kommt, wie bei Autos auch, Pflegezustand. Ein guter Freund von mir, der leider schon verstorben ist, der hat viel Mercedes, das war ein Mercedes-Enthusiast. Und der hat zu mir gesagt, Frank, du kannst auch eine S-Klasse oder mit 290.000 Kilometer kaufen. Wenn die Mercedes Checkheft gepflegt ist und du hast die Historie, ja, dann ist das schon, natürlich hat er 290.000 Kilometer, aber dann ist das schon mal ein Garant dafür, dass da immer geguckt worden ist, dass da alles ausgetauscht worden ist, was wichtig ist. Kollege sagt immer, es gibt Mercedes, es gibt Mercedes-Benz. Mercedes-Benz sind die, die mit Checkheft gepflegt sind, Mercedes-Benz und Mercedes sind einfach die, die einfach irgendwo bei, was weiß ich, 1, 2, 3. Ich muss sagen, das ist aber auch mehr so auf die älteren Autos, weil bei neuen ist ja das Problem, dass die Elektronik irgendwann... Nee, bei neueren ist das Problem, dass die nach 70.000 Ingetriebeschaden haben. Das heißt, da kommst du ja gar nicht zu 300.000. Okay, also halt mir fest, Kilometer immer in Abhängigkeit auch vom Pflegezustand und von der Historie einfach. Wenn du mich natürlich fragst, würde ich jetzt lieber eine Software mit 90 kaufen oder mit 50, würde ich eine mit 50 kaufen. Die Leute gucken ja manchmal, dann finden die halt einen Bike geil und sagen, ey, das wollte ich immer haben, aber hat halt 30.000 gelaufen. Muss ich im Preis widerspiegeln. Wieder beim Thema. Okay. Auf was achtest du noch beim Kauf vor Ort? Für mich ist immer relevant mittlerweile TÜV. Wir hatten schon letztens einen Kommentar, der junge Spund geht mir auf den Sack mit seinen TÜV-Fragen immer. Du bist bestimmt der Erste, der alles eingetragen hat. Aber es ist halt mittlerweile immer so. Pass auf, wir wiederholen uns ja. Vor 5 Jahren das kann interessieren. Hätte ich mich geschämt, über so eine Scheiße zu sprechen. Alter, ich komme aus den 90er Jahren. Wir haben drauf gekackt, Alter. Wir haben alles dran gebaut, sind einfach rumgefahren. Wie alt bist du jetzt erst? 25? Aber das Thema ist ja das, es bringt ja alles nichts. Genau. Wenn wir sehen ja... Es mag Regionen in Deutschland geben, ländlich, ja, wo das immer noch so ist. Hier brauchst du damit nicht mehr anzufangen. Genau. Das heißt, es ist schon wichtig, darauf zu achten, was erlaubt ist. Da muss man sich auch selber mal ein bisschen schlau machen als Käufer dann. Pass auf, es gibt aber einen Knackpunkt, den können Laien, es brennt der Lorenz. Es gibt einen Knackpunkt, den können Laien nicht erkennen. Ob die eingetragenen Parts auch die Parts sind, die da dran sind. Das haben wir oft. Also da ist jetzt eingetragen. Einfach mal Kennzeichen halt das Thunderbike. Dann gucke ich da drauf, da sage ich, okay, das ist jetzt von Thunderbike ungefähr 300 Euro entfernt. Dann muss ich aber als Käufer das googeln und einfach eintippen. Thunderbike. Aber das machen natürlich wenige. Aber es ist halt, man muss sich auch beschäftigen mit der Materie. Dann stellst du das fest. Okay, also wichtig, was ist eingetragen, ist es korrekt, auch in Augen, weil viele kommen zu mir und sagen, guck mal, Basti, ich finde das Bike. Sag ich, ja, wenn es ein Heinz drauf, Luftfilter nicht erlaubt, das nicht erlaubt, was willst du damit? Da musst du nochmal 3.000 investieren, um das Ding auf die Straße zu bekommen. Immer wieder das gleiche Thema, geht über den Preis. Okay, also wichtig, TÜV-relevant. Heute ja. Ja. Auf was ich mal so ein bisschen achte, ist natürlich auch ein Werterhalt. Manchmal fragen die Jungs, was ist denn Werterhalt und hier und da? Was für Modelle haben einen guten Werterhalt? Das ist natürlich immer schwierig vorauszusagen. Mhm. Ich muss sagen, einfach natürlich Modelle, die weniger gebaut worden sind, sind gefragter. Mittlerweile muss ich einfach sagen, wenn das Bike in coolen Zustand ist, und die Originalteile sind vorhanden und es ist Checkheft gepflegt und es wurde gute Parts dran verbaut, ist eigentlich alles in irgendeinem gewissen Rahmen wertstabil, im gewissen Rahmen. Man muss sagen, es hat sich ein bisschen verändert über die Jahre. Wertstabilität war zum Beispiel, wenn man jetzt mal ein Sportster war immer ein Motorrad, was immer einen gewissen Wert hatte. Ja?
Egal, ob es jetzt eine 95er Sportster ist oder eine 2002er Sportster. Danach, ab 2004, kamen ja die neuen Modelle. Früher war das so, dass einfach, früher war es eigentlich so, dass nur die Softail das wertstabilste Motorrad war. Früher. Mhm. Eine Softail, egal ob es eine Springer, eine Heritage, eine Softail war das wertstabilste Motorrad. Weil zurzeit ist natürlich der Markt schon krass. Jetzt ist es so, viele probieren. Dynas bis 2005, Katastrophe. Ab Street Bob 2006, auch, oder? Auch wertstabil. Relativ also wenn ich gucke, viele wollen ja das Bike von mir haben, was ich damals hatte mit der Street Bob. Auch hier ein Kollege aus Köln. Und wir haben uns ein paar Bikes angeschaut. Da rufen die für eine Bob mit 20.000 und nur ein paar Parts irgendwie 23 auf. Mhm. Das Ding hat gekostet 16.000 vor 6 Jahren. Mhm. Ne? So. Wobei natürlich und jetzt dass die Thematik ist, es gibt keine Bikes. Ja, ja, klar. Im Autosektor auch Preise sind, hast du ja gemerkt. Mhm. Hat er ja erzählt, Basti wollte sich eine Roadglide, gell, wollen sie dir holen? Roadglide CVO. Überleg dir das. Es sollte eine CVO sein, dann haben wir irgendwie hat er mir Motorräder gezeigt. Irgendwie 27.000 Euro gekostet. Ja, pass auf. Roadglide CVO von 2009 bis 2012 mit einem Kassettenradio noch so. Ne? Also nichts mit TFT oder irgendwas. Kleine CVO ist schon krass, okay. Da wollen die für sich manchmal 30 Mille haben. Genau. Mit 57.000 Kilometer, achte Hand, nicht Scheckheft gepflegt und irgendwelchen Drachenfüßen als Seitenständer. So, ja? Also der Markt ist schon krass zurzeit. Finde ich auch ein bisschen übertrieben. Viele probieren jetzt Geld zu machen. Das sehe ich auch. Aber okay, das muss jeder selber entscheiden, ob er jetzt ein Bike kaufen will oder nicht. Also wichtig ist nochmal TÜV-relevant, dann ein bisschen Wertstabilität ist immer, muss man gucken. Das ist nicht so einfach zu sagen. Was gibt es denn noch zu sagen beim Kauf? Achtest du auf den Reinigungszustand? Pflegezustand vom Bike? Also ich ja, klar. Du auch? Ja, ich nicht so wie, also nicht, was muss er dazu sagen, er ist outstanding, was sowas angeht, ja, weil er achtet auf 1000 Sachen. Er ist auch selber für sich ein Pflegeautist. Wie gesagt, das ist sein Ding. Mir ist es manchmal ein bisschen too much, aber es ist sein Ding. Zum Thema, jeder soll das so machen, wie er will. Wie er möchte. Ich achte natürlich darauf, ob die Sachen, wie wir vorhin gesagt haben, ob angegammelt sind, ob man die wieder sauber machen kann und so weiter und so weiter. Weil wenn es Dinge sind, die man nicht einfach wieder sauber machen kann, ist das teilweise, wie gesagt, um es zu wiederholen, sehr teuer. Sehr teuer. Ja. Okay. Wir haben es gerade vorhin gehabt, witzigerweise, der Junge, der vorhin da war, mit der 48. Ja. Die hat er gebraucht gekauft. Vielleicht guckt er ja das Video. Habe ich gesagt, oh Scheiße, Speichen angerostet. Das heißt, der Vorbesitzer hat die Speichen nicht gepflegt. Die Speichen waren also deutlich angerostet. Kriegst du nicht mehr sauber. Das heißt, du kannst das nur ausspeichen lassen, neu einspeichen lassen. Dann bist du wieder. Ärgerlich dann. Ja, ja, und dann bist du. Das ist halt auch ruckzuck mal 500 Euro. Mhm. Ja? Gut, ich achte noch darauf, dass die originalen Schlüssel mit dabei sind. Vielleicht noch der Kaufrucksack und ganz entscheidend. Ist natürlich schwierig, von einem Bike von 2012 das alles noch zu bekommen. Bei den CVOs gab es früher so einen goldenen Schlüssel mit dabei. Ja. Den brauchst du natürlich nie. Ich finde es immer cool. Da sagen die meisten, was ist denn ein goldener Schlüssel? Ja, aber ich glaube, wenn ich eine alte CVO kaufen würde, ich habe, wie gesagt, ein Kumpel von mir hat an einen anderen Kunden von mir die CVO verkauft, da war der Schlüssel dabei. Ich finde das finde ich schon cool, weil der gehört ja dazu. Das ist ein bisschen Retro einfach mittlerweile. Ja, brauchen tut man den mit dritten Fuß. Quatsch, kein Mensch so, ne? Das ist sowieso billiger Schrott, ne? Aber ist ja egal. Ich finde es einfach wichtig, dass es mit dabei ist. Ansonsten Kaufberatung, Probefahrt machen, sich das Bike vor allem in Ruhe anschauen, nicht mit 8 Mann kommen, sich selber in Ruhe mal mit oder dem Bike im Dunkeln ein bisschen beschäftigen, auch mal gucken, wie sehen die Schrauben aus, wurde da schon mal vielleicht eine Nuss angesetzt, abgerutscht oder. Du hast es vorhin gesagt, ich glaube, was ganz wichtig ist, das mache ich ja auch, ich bin ja ein Gebrauchtwagenkäufer und ich habe auch schon sehr exotische Autos gekauft. Und wenn ich mich damit nicht auskenne, dann lese ich mich vorher ein. Genau. Was haben Sie für Schwachstellen? Wo achte ich drauf? Oh, Achtung, hier das Modell von dem Baujahr zu dem Baujahr. Hier Achsschenkel, schieß mich tot, Ölundigkeiten, bla. Und ich glaube, wenn man sagt, du, pass auf, ich will mir jetzt eine Heritage Softail kaufen. Da kann ich mir jetzt auf das Softail-Modell beschränken, aus Baujahr so und so. Was gibt es da für Punkte, wo ich drauf achten muss? Da kann man sich einfach mal ein bisschen einlesen. Im Endeffekt muss man schon sagen, dass jeder für sich selbst verantwortlich ist. Man muss sich schon mit der Materie beschäftigen. Ich bin schon erschrocken, was viele Leute ohne Peil, ohne sich für verkaufen. Müllhaufen gekauft. Ja, ja. Zum Thema, wir können die 1HD-Geschichte noch kurz erzählen. Ah ja, die ist gut. Zum Thema 1HD. Gute Freunde von uns, kann man so sagen. Ja, mittlerweile. Ja? Namen sind uninteressant. Sein Buddy hatte sich eine Streetlight gekauft. Mhm. Diese typische
schönes Streetlight, matt schwarz lackiert, rote Akzente um die Rockerbox, rote Embleme, hier ein bisschen Rotakzent, hier matt schwarz, bla bla bla, 1 HD. Und ich hatte am Anfang schon mal gefragt, habt ihr die mal abgefragt? Nee, nee, hier, die haben wir von dem und der hat die da, so ein Händler, bla, und hat die da verkauft und bla. Und man hat sich so 2-3 Mal wieder gesehen. Da warst du, glaube ich, nicht dabei. Nee, dann kamen beide wieder, weil der eine wollte seine, ich hatte sein Bike zum Umbauen da. Und dann kamen wir wieder auf dieses Streetlight, ob er sie schon abgeholt hat. Ja, ja, sie hätten sie jetzt zu Hause. Und dann habe ich gesagt, sag mal, hast du die eigentlich jetzt mal abgefragt? Nee, wie abgefragt und so? Sag ich ja wegen 1 HD. Und es ist so, normalerweise muss man sich immer diesen WIN-Report holen. Manchmal ist es aber so, wenn du die Fahrgestellnummer schon bei Google eingibst, wenn du Glück hast, erscheinen schon aus dem World Wide Web die Versicherungsbilder. Und dann sage ich, hast du einen Schein dabei? Ja, ja, habe ich dabei. Dann gibt er mir den Schein. Und gibt die Nummer ein. Und weißt du, mein Schreibtisch ist ja hier. Und die Jungs standen da. Die waren gerade mit was beschäftigt. Und ich drücke auf den Knopf und auf Bilder. Dann erschien da ein Fahrzeug. Das sah echt scheiße aus. Ja, wo war das? Wenn ich sage, es sah scheiße aus, meine ich, dass das Fahrzeug vorne auf dem Rahmen stand und die Gabel mit dem Vorderrad lag daneben. Also die war nicht mehr am Fahrzeug. Wie gesagt, die beiden Jungs waren beschäftigt. Jetzt wollte ich keinen Fehler machen und irgendwie komisch habe ich nochmal auf Löschen gedrückt. Da sage ich, du, gib mir nochmal die Fahrgestellnummer. Ich habe mich, glaube ich, vertippt. Der gibt mir die nochmal und dann kam wieder das gleiche Bild. Und da habe ich zu ihm gesagt, ich habe mal dein Motorrad gegoogelt. Und da sagt er, und? Sag ich, willst du es sehen? Ja, warum? Sag ich, willst du es sehen? Ja. Da stand der fassungslos vor diesem Computer. Das ist schon ein mieses Gefühl dann, ne? Und jetzt gibt es ja eine Thematik. Selbst wenn das Fahrzeug jetzt top instand gesetzt ist. Ich sage jetzt, ich meine, es gibt ja Regionen in Europa, die kriegen alles wieder hin. Wie auch immer sie das machen. Und jetzt weißt du, dass das so ausgesehen hat. Gunnar wird dir warm. Jetzt weißt du, dass es so ausgesehen hat. Und du hast es auch zu einem günstigen Preis bekommen. Da habe ich gesagt, das ist auch okay für dich. Aber vergiss nicht, wenn du es wieder verkaufst, hast du ja das gleiche Problem, was du jetzt hast. Oh, die Sonne geht weg, ein Glück. Und das hat dazu beigetragen, dass er das Motorrad gewandelt hat. Echt? Ja. Das war schon eine miese Aktion. Also, tut mir auch meistens immer leid für die Leute, weil die freuen sich auf was, die wollen damit fahren. Denen wird irgendwas anderes versprochen. Es ist ja oft heute so, wird nie die Wahrheit gesagt und dann kommt sowas bei raus. Aber es ist ja so, wie du gesagt hast, wenn man kennt sich einfach nicht gut genug aus. Ist ja auch nicht schlimm, da müsste ich die Jungs aber einfach einen mitnehmen, der Ahnung hat. Also Augen auf beim Kaufen, nimmt jemanden mit, der Ahnung hat. Lasst euch nicht blenden von ein paar schönen Akzenten. Würde ja. Ich würde sagen, ich finde auch wichtig, jemanden Neutralen mitzunehmen. Genau, der jetzt nicht die Emotion hat, was fahren will. Auch nicht so unbedingt so Harley-affin ist, der zwar schon Motorraderfahrung hat, aber nicht unbedingt dieses, hier sind ein paar Sachen schwarz und jetzt, der hat einen Lenker gemacht oder einen Auspuff. Ja, schon einen, der Ahnung hat. Ja. Einen, der schon weiß, immer, worum es geht. Das ist schon wichtig. Probefahrt machen, sich das Bike, kann ich nur empfehlen, in Ruhe anschauen. Hm. Auch mal zum Verkäufer sagen, hör mal, Digi, kannst du mir Gefallen tun, kannst dich mal 5 Minuten mit dem Bike alleine lassen, ich fahre nicht weg, Schlüssel kannst du mitnehmen. Einfach mal in Ruhe mit dem Bike beschäftigen, weil oft merke ich, die Leute kommen zu mir, kaufen was bei mir, die interessiert das Bike, die gucken sich das an und sagen, ja, ist okay. Labern über irgendwas anderes und kaufen es dann. Wo ich mir sage, Alter, knie dich doch mal hin, guck doch mal. Klar, bei mir ist jetzt, wenn das Bike da steht wie neu. Es gibt, ja auch einen Knackpunkt noch. Die Leute sind vielleicht 400 Kilometer dahin gefahren. Mhm. Und dann denken ja, die, aber ja, da musst du halt nur. Weil musst du wieder nach Hause fahren, wenn es scheiße ist. Ist halt viel Geld auch manchmal. Deswegen, also kauft mit Bedacht, mit Ruhe. Ich kann nur empfehlen, schlaft immer eine Nacht drüber. Immer eine Nacht drüber schlafen. Klar, fährst du jetzt weit irgendwo hin, dann geht das manchmal nicht. Er muss es noch anders sagen: eine Nacht drüber schlafen. So. Er schickt mir manchmal Bilder und sagt, pass auf, das und das habe ich vor. Und dann gehen wir noch mal inne. Und stellt man manchmal eigentlich fest, ui, das ist doch ein bisschen Bullshit. Also, ne, nimmt jemanden mit, der Ahnung hat, lasst euch nicht blenden, macht eine Probefahrt.
in Ruhe anschauen und einfach auf so diesen menschliches, wenn der, mir ist auch der Verkäufer mal wichtig, wenn der Verkäufer mir unsympathisch ist, scheide ich auf das Ding. Gar keinen Bock auf so einen, von so einem Typen irgendwas zu kaufen, den ich nicht mag. Man muss ja nicht mit dem Best Friend sein, aber es muss eine Sympathie da sein. Man kann schon vom Verkäufer, man muss das Gefühl haben, ableiten auf das Bein. Man muss das Gefühl haben, dass er dir auch ehrlich wiedergibt. Korrekt, genau. So. Man kann auch mal sagen, du, pass auf, ich bin mal hier beim Auspacken hingefallen. Ja. Da habe ich mal hier den Tank nachlackieren lassen, ist dumm gewesen. Bla. Jetzt kommt der eh nachher irgendwie wieder raus. Und ich finde auch wichtig zu sagen, weil das kennen wir ja auch, bei Privatkauf, du hast danach kein großes Recht mehr. Nee. Viele meinen, wirklich. Ja, du kannst ja danach nein, ach, gar vorbei. Nichts mehr. Vorbei. Gar nichts mehr. Vor allem das Schlimme ist, die Laune wird ja genommen, der Spaß daran, das ist noch viel wichtiger. Und deswegen einfach mit Bedacht und Ruhe kaufen, nicht überstürzen. Wie ist das? Kommen manchmal Leute zu dir hin mit einem gebrauchten Bike irgendwo gekauft und fragen dich dann im Nachgang, hör mal, was hältst du davon oder was kann ich jetzt daran noch umbauen? Und du stellst dann bei dem Gespräch fest, ey, hör mal, Digi, eigentlich hast du doch voll die Scheiße gekauft. Ja, sagen wir mal so, so extrem vielleicht nicht, aber manchmal frage ich, was hast du dafür bezahlt? Und dann sagen sie mir einen Preis. Ich vermeide dann zu sagen, dass es scheiße war. Mhm. Ich möchte die Leute dann auch nicht vom Kopf stoßen. Vom Kopf stoßen, weil, wie gesagt, aber es gibt schon. Es kommt schon öfters vor, dass Leute doch ein bisschen auf Tisch öfters nicht, aber oft. Okay. Das ein oder andere Mal. Also, schon, ne, Augen immer auf. Augen viele auf probieren natürlich jetzt gerade zur aktuellen Situation Geld zu machen. Hm. Kann man keinem für übel nehmen, soll jeder machen, wie er will. Aber für die, die kaufen wollen, müssen ein bisschen aufpassen. Genau. Ne? Hast du irgendwas, Connor, noch? Mir läuft die Brühe am Rücken hinten runter. Ja, gut. Bei dir, glaube ich, auch also, vorne. Wobei deine Brüste schwitzen noch nicht. Das finde ich sehr schön. Also, vielen Dank, Jungs und Mädels. Ich glaube, du musst dir deine drei Punkte sagen. Also, abonnieren, kommentieren. Das wollte ich die ganze Zeit schon machen. Und Support ist kein Mord. Genau, richtig. Das war's eigentlich. Und kritische Kommentare, aber nicht so ein Bullshit. Weil das ist... Das ist überflüssig, ne? Vor allem, ich finde es lächerlich. Das ist das Schlimme. Ich finde es einfach nur lächerlich. Es geht nicht um negativ. Kann ja negativ sein, aber macht doch wenigstens das negativ konstruktiv. Einfach normal sagen. Schreiben, ja? Genau. Einfach normal schreiben. Aber nicht wieder reingleiten jetzt. Ist egal. Peace and out.